Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Und yep, wir schauen uns heute das große Wiedersehen von Temptation Island an. Und ich sag mal so, diese bedrohliche Stimmung, die ich hier am Anfang erzeugt habe, das ist nicht grundlos. Es wird eine richtig, richtig brutale Geschichte. Deswegen bereite ich mich auch dementsprechend vor und mache es wie Rambo. Damit wäre auf jeden Fall die Stimmung, in der ich mich befinde, gerade schon vorgegeben. Aber vielleicht werde ich die Stimmung auch noch verändern. Ich habe hier das Setup in deinem Code von 15%. Nein, Spaß. Ich habe wirklich nur große Angst, dass ich mir das jetzt ans T-Shirt schmiere. Deswegen, ich bin gleich zurück, Leute. Ein bisschen Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Die Doku ist übrigens auch geil. Und das Beste ist, wer jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hier einschaltet, der denkt, ah, Khabibi? Khabibi spielt jetzt Football, wa? So, wenn ihr das ganze Wiedersehen sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, das ist der Abonniertanz. Ich gebe euch die Möglichkeit, jetzt einfach zu abonnieren. Wie macht ihr das? Gute Frage, danke, dass du fragst. Du musst einfach hier unten auf Abonnieren drücken und boom! Jetzt würde ich sagen, steigen wir ein, holt euch noch ein bisschen Nervennahrung, das wird hier heute episch. So, los geht's. Was war das bitte für eine krasse Staffel von Temptation Island? Wer ist noch zusammen? Wer hat sich getrennt? Gibt's vielleicht neue Paare? Ich freue mich sehr. Es wird wunderschön. Es wird wunderschön. Und habt ihr schon gehört, wie aggressiv sie das gesagt hat? Nein, noch hat sie es nicht aggressiv gesagt. Aber die Farbe, Leute, die Farbe, auch die ist nicht aggressiv. Sie sieht natürlich wieder fantastisch aus. Und los geht es jetzt mit dem Kreuzverhör von Tatum und Luis. Es lief ja nicht alles von Anfang an so glatt. Was alles passiert ist, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das heißt, du willst mich? Ja. Was machst du da? Weißt du nicht, sag du mir. Ja, meine Freundin wird so ab. Ich dachte erst, der am wenigsten macht und der macht am meisten. Er ekelt mich halt an. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist passiert? Nach der ersten Folge oder nach den ersten zwei Folgen dachte ich, Luis wird auf jeden Fall der Kerl, der am krassesten übertreibt. Und dann kam halt noch Adrian, dann kam halt noch Nico, aber alle haben komplett übertrieben. Ich raff das auch nicht, dass du in so ein Format gehst. Dann läufst du da rum, als wärst du Hugh Hefner und sagst, du auf meinen Schoß, kein Problem. Aber ich peil's halt nicht, weil sie ja genau wissen, dass diese Bilder gezeigt werden. Und nach dieser ersten Nacht war es ja schon grundsätzlich so vorgegeben, dass das in die Hose geht. Dann haben sie es natürlich noch so ein bisschen geschnitten. Tatum hat sich aufgeregt. Oh. Luis hat sich über Tatum aufgeregt. Oh. Und es wurde nur Kacke gelabert. Ekelt er dich immer noch an? Ja, wenn ich das sehe, schon. Also, ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Safe, safe. Safe, Dicker. Aber was sagt denn jetzt der Mann mit dem Urinstinkt? Klar, das, was man sieht, ist auch Fakt. Aber grundlegend kann ich für mich zu 100% sagen, dass ich währenddessen weder emotionale Bindung aufgebaut habe, noch dass ich meiner Meinung nach Grenzen überschritten habe. Und das ist halt immer diese Auslegungssache. Ich glaube, alle Jungs da drin haben nur eine Meinung. Wenn man ihn jetzt reinsteckt, ist es kein Fremdgehen. Und alles andere drumherum wird halt einfach schön geredet. Wie, ich habe mich an der gerieben. Hä, ist doch völlig egal. Er war ja nicht drin. Hä, ich habe sie auf dem Hals geküsst. Hä, der war ja nicht drin. Natürlich hat sie mich geritten, aber er war ja nicht drin. Und deshalb denken dort viele, hä, ist doch überhaupt nichts gelaufen. Wo er aber recht hat, eine emotionale Bindung habe ich jetzt nicht erkannt, außer vielleicht mit Anastasia. In diesem einen Moment, als es geknistert hat und er wiederholt sagte, safe, safe, safe. Und das eine Safe klang romantisch. Deswegen eventuell war eine Bindung da. Ja, du warst ja schon geil auf sie, so. Wir waren alle sehr alkoholisiert, ja, aber am Ende des Tages wusste ich da, was mir wichtig ist und weiß ich auch jetzt noch. Und das kam halt leider nicht so rüber, muss man sagen. Vielleicht am Ende beim Lagerfeuer, was ja auch eigentlich sehr, sehr witzig ist. Es war ja tatsächlich bei vielen so, dieser Wake-up-Call. Ah, okay, wir verlassen jetzt die Villa, das heißt, ich sehe die Verführerin ja jetzt nicht wieder, oder? Ja, dann habe ich jetzt wieder eine Freundin. Dann ist doch alles entspannt, dann habe ich doch jetzt wieder eine Freundin. Gar kein Stress, oder? Tatum, hä? Böse? Obwohl ich an der Stelle auch nochmal sagen muss, das ein oder andere, was dann Tatum gesagt hat über Luis, das mit dem Uhrensohn und so weiter, hätte man sich auch sparen können. Bereust du irgendwas, was du gemacht hast? Wenn diese Aktion Tatum zum Weinen bringt, dann bereut man das natürlich als liebender Freund, klar. Und wie oft er das wiederholt, aber ich glaube auch im Lagerfeuer, dass er immer wieder sagt, ich als liebender Freund,
ich als liebender Freund. Und ja, ich weiß nicht, wie oft er mit dem Rücken an einem Baum auf einem Hügel saß, aber das ist die Formulierung, die ich da wählen würde. Und jetzt versucht er es halt immer klar zu machen, ja, es hat ja nichts damit zu tun, dass ich sie nicht liebe. Klar habe ich mich hier und da gerieben, aber hey, er war ja nicht drin. Ich liebe sie. Ich als liebender Freund bin einfach nur ein kleines, süßes Unschuldslamm. Tatum, die Aussage von Syria, die hat dich ziemlich verunsichert. Ist das noch so? Klar, also die Aussage von Syria hat mich verunsichert. Ist auch heute noch so. Ist heute noch so. Wenn sie die Augen schließt, sieht sie Luis auf der Rückbank mit Syria. Und da ist halt wirklich das Problem, wenn man jetzt den Spaß zurück in die Ecke schiebt, dann ist das natürlich so, weil es off-cam passiert ist, weiß sie halt nicht, was passiert sein könnte. Und es steht hier Aussage gegen Aussage. Jetzt ist nochmal Luis an der Reihe. Was ist denn passiert? Luis, hast du ihr gesagt, was da war? Also ich habe ihr genau das erzählt, was ich auch da am Lagerfeuer erzählt habe. Dass wir zusammen auf der Rückbank saßen, wir uns angeregt mit den anderen Pärchen auch unterhalten haben, sie sich an mich rangemacht hat, mehr ist da nicht passiert. Was hier nochmal interessant ist, ich habe die ganze Zeit die Vorstellung gehabt, dass die halt zu zweit in dem Wagen saßen und der Fahrer war nur noch da und hat vielleicht tatsächlich mal auf die Straße geguckt. Denn ihr wisst schon, vorausschauendes Fahren ist halt einfach wichtig. Jetzt habe ich überall das Gefühl, ich hätte dreckige Hände, aber habe ich nicht. Ich möchte nochmal zeigen, dass meine Weste hier an der Stelle komplett rein ist. Also, es saßen also noch mehrere Leute im Wagen, also ein anderes Pärchen, Adrian und Melissa. Was sagt Adrian? Was Luis sagt, das stimmt, da ist nichts gelaufen. Wir haben uns ganz normal unterhalten, ich hätte das mitbekommen, wäre da irgendwas gelaufen. Aussage gegen Aussage, aber es ist halt dann auch schwierig zu sehen, ob was passiert, wenn man sich selbst in den Gönjamin-Wochen befunden hat, denn das Gerücht gab es ja auch, dass der Junge auch sehr, sehr horny war. Aber wir reden hier von Gerüchten und von einer puren Spekulation. Ich glaube tatsächlich, dass da jetzt nicht Krasseres passiert ist, als das, was on-camera passiert ist. Das Reiben, Betatschen und so weiter wird einfach stattgefunden haben. Ich glaube nicht, dass da rumgemacht wurde, sonst hätte Syria das zu 100.000% gesagt, genauso wie Melissa. Und ansonsten, dass da irgendwas angefasst wurde oder dass beide Mädels hier von Lil Wayne Lollipop gehört haben, auf gar keinen Fall. Es wird genauso schäbig gewesen sein, wie halt on-camera, dass man gesagt hat, ich bin so heiß, ich kann fast nicht mehr. Und ja, es ist schlimm genug. Aber ich frage mich an der Stelle auch, was denkt Tate, was passiert ist. Erstmal hören wir aber, was Charlene vermutet. An seiner Stelle ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man ja davor saß und sich hat selber befummeln lassen, wie man das dann beurteilen kann, was hinten passiert ist. Ich habe gerade gesagt, ich habe mich befummeln lassen und dann redet einfach weiter. Adrian, meinst du, wir schaffen es heute, die andere Person ausreden zu lassen? Na, das konnte der noch nicht. Ja, sie hat auch irgendwie blöd gelacht. Oh, Lola ist bereit. Lola ist bereit und möchte heute, man merkt das, finde ich, an solchen Sätzen schon, sie möchte nichts durchgehen lassen. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, ich hoffe, sie bleibt trotzdem so neutral, dass sie von beiden Seiten, wenn jemand was Blödes sagt, dann auch in die Richtung schießt und nicht nur den Mainstream befeuert. Was hat sich seitdem geändert? Wie ist die Beziehung? Ja, wir sind nicht mehr zusammen aktuell. Warum? Ich glaube, es ist einfach zu viel passiert. Es war halt ein Vertrauensbruch, klar. Und da ist viel vorgefallen. Ich dachte tatsächlich, nach dem letzten Lagerfeuer habe ich das ja auch so ein bisschen salopp bei denen genannt. Ja, war halt Temptation Island, dies und das. Aber ich dachte tatsächlich, meiner Vermutung nach, dachte ich, dass die da zusammen rausgehen. Also sind sie auch, aber dass das vielleicht noch eine Weile hält. Vielleicht lag das auch nicht unbedingt an Temptation Island, sondern man hat einfach erkannt, dass es generell nicht passt. Ich lasse auf jeden Fall nicht locker. Will ich das auf jeden Fall nicht kampflos aufgeben. Und klar liebe ich sie noch. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall alles Gute. Miteinander oder ohne einander, das wird sich noch rausstellen. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Kommen wir zum nächsten Pärchen. Und hier bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir haben in der linken Ecke Charlene. Sie ist vorbereitet. Und ihr traue ich auch zu, dass sie auf jeden Fall forsch reagieren wird. Und in der rechten Ecke den unverwechselbaren Eyecatcher, der vielleicht hier und da sich reflektiert hat. Modewort. 2023? Ja, wenn man das ja natürlich erst nüchtern betrachtet sieht, ist das natürlich, feiert man das nicht, das brauche ich keinem erzählen. Oha, und das ist doch überraschend, weil wir ja auch wissen, das Wiedersehen wurde scheinbar im Dezember gedreht. Er hat also nicht den Einfluss von außen mitbekommen, der ihm gesagt hat, war jetzt nicht so cool und du hast schon arg übertrieben, nicht so geil. Aber anscheinend sieht er das jetzt selbst, wenn er einen Blick auf den Monitor wirft. War nicht so cool. Ja, man weiß ja den ganzen Hintergrund hinter der Geschichte nicht. Welcher Hintergrund denn? Also Charlene meinte, ich darf das, was ich jetzt gemacht habe, alles machen. Sie meinte sogar, zur Not darf ich sogar mit einer rummachen. Hauptsache, das ist ein bisschen auffällig, es fällt auf. Was? Und hier muss man sagen, was? Ja, was hat er gerade gesagt? Er hat gesagt, ja, Hauptsache auffällig. Klingt ein bisschen nach Hauptsache Show wird gemacht und du dürftest auch rummachen? Hat er das gerade gesagt?
Ich soll mich testen, ich soll Gas geben, ich soll feiern, ich soll Spaß haben. Hätte sie mir gesagt, ich soll nichts machen, dann wäre ich wie ein Adam gewesen, ich hätte nichts gemacht. Aber wenn man mir selber sagt, ich soll das machen und sie man sich auch selber testen will, dann kann man nicht dann auf seinen Partner dann so sauer ist. Und jetzt bin ich aber auch sehr, sehr gespannt, was Charlene auf diese Äußerung zum Besten gibt, denn so kann das sicherlich nicht kommuniziert sein. Wie unlogisch ist das denn, meinem Freund da drin zu erlauben, bitte reib hier die Mühe ein, lass dich da betütteln, lass dir da einen runterholen, brech dein Date ab, weil du so viel Druck hast. Check ich jetzt nicht ganz. Und generell check ich das nicht ganz, aber ich möchte mich mal wieder ins Spekulationsboot setzen. Und natürlich müsst ihr nicht die gleiche Meinung haben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einsteigt. Ist eine sichere Fahrt. Eventuell. Also meiner Meinung nach ist das folgendermaßen gelaufen. Sie hat gesagt, hey, du kannst dies und das schon machen und es gibt einen O-Ton, da sagt dir das so, hey, der kann natürlich auch Lapdances machen und klar, auch massieren ist überhaupt kein Problem. Das sagt sie wirklich, da gibt es einen O-Ton, den habe ich jetzt nicht gefunden, aber würde sie auch bestätigen, dass das gesagt wurde. Ich glaube, Adrian hat das dann wahrgenommen und hat das für sich ausgelegt, ja okay, dann werde ich hier komplett am Rad drehen, Vollgas geben, Hauptsache wir machen ein bisschen Show und vielleicht ist das dann wirklich der Gedanke von beiden gewesen, dass man halt ein bisschen Show macht, damit man auch mal ein bisschen Sendezeit generiert, denn wenn man gar nichts macht, dann bekommt man keine Sendezeit. Und wahrscheinlich hat er das dann, ich habe ja gesagt, Probleme beim Denken haben sie irgendwie alle, hat er das dann für sich einfach so ausgelegt. Und jetzt sagt er so, wurde doch so gesagt. Und sie sagt jetzt, bist du ein bisschen deppert? Vielleicht habe ich gesagt, ja, du kannst ein bisschen feiern, aber du darfst halt nicht das machen, boom und bam und bam. Das Massieren des Macarons sowie der Aubergine fällt da nicht mit rein. Adrian, er war ja nicht drin. Ich habe mir keinen runterholen lassen. Ich habe keine angefasst. So viel zu dem Thema schon mal. Gut, beste Stück habe ich auch nicht berühren lassen. Auf gar keinen Fall. Der eine behauptet das und der andere behauptet das. Aber ich meine, man sieht ja auch Bilder. Also von daher. Er hat übertrieben und er kriegt halt nicht den Zusammenhang hin. Deswegen sieht das komplett anders und sie sieht es anders. Und natürlich hat sie recht, denn das, was er gemacht hat, würde der normale Menschenverstand nicht zulassen, wenn du weißt, dass du eine Freundin hast. Ja, es gab ja auch Trockens. Also das ist ja eigentlich auch schon anfassen. Aber ich meine, man hat ja jetzt Monate Zeit, sein Verhalten vielleicht mal zu reflektieren, sich irgendwas einzugestehen oder so, aber scheinbar ja nicht. Das ist ja auch der Sinn der Sendung, dass man sein Verhalten reflektiert. You got it, boy. Und hören wir da jetzt irgendwas? Sonst du sagst ja die ganze Zeit, du bist im Recht und du hast gar nichts gemacht und ich bin der böse Junge, der alles gemacht hat. Habe ich jetzt einmal gesagt, dass ich im Recht bin? Ja, aber ich habe gesagt, ich habe mir keinen runterholen lassen, du sagst doch. Nee, aber du hast ja dafür andere Sachen gemacht. Ja, natürlich habe ich Sachen gemacht. Hast du doch gesagt, dass die auch nicht in Ordnung waren. Und unabhängig von dieser ganzen Sache und der Thematik irgendwie, das habe ich auch in einem Kommentar gelesen und das stimmt schon, diese Streitpolitik von den beiden hat irgendwas sehr, sehr Dynamisches und es ist jetzt nicht so, dass man super krass persönlich wird, sondern beide haben einen Standpunkt. Es ist wie, ich bin übrigens Steinbock, als wären die beide Steinböcke, jetzt wirklich die Tiere, nicht das Sternzeichen. Ich weiß nicht, welches Sternzeichen sehr, sehr dickköpfig ist. Wir sagen jetzt einfach mal Steinbock, es wird nicht stimmen, ich habe keine Ahnung. Und die rennen die ganze Zeit gegeneinander und versuchen, Zentimeter gut zu machen irgendwie. Charlie, welche Abmachung gab es denn? Im Endeffekt gab es nur eine Abmachung. Wir hatten beide ein Tabuthema, worüber wir nicht reden. Und der Rest ist eigentlich logischer Menschenverstand, wie weit man gehen kann. Und das bringt die Sache, glaube ich, jetzt wirklich auf den Punkt. Sie wird sowas gesagt haben, glaube ich. Ja, ein bisschen Show müssen wir schon machen, aber es geht hier um den klaren Menschenverstand. Und wenn man Adrian in die Augen schaut, nicht böse gemeint, weiß ich nicht. Hast du da überhaupt mal drüber nachgedacht, wie sie auf diese Bilder reagieren könnte? Jetzt denke ich mal, dass sie die Bilder verletzt haben, ne? Und ich lieb's einfach. Da ist doch unsere Einsicht. Ich vermute, jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, mehrere Tage, mehrere Wochen, ich glaube, das hat sie eventuell verletzt. Aber er bringt sogar noch einen Zusammenhang hier auf die Kette. Ist ja logisch. Also ich habe ja auch sowas gesehen, ich war ja auch verletzt. Sogar als Typ, ne? Sogar als Typ. Und ich glaube, das bringt alles zusammen, was zusammengehört da oben im Oberstübchen. Das ist die Denkweise. Ich sogar als Typ habe in dem Moment Gefühle gezeigt. Es war ein komisches Gefühl. Ich wurde überrannt. Für mich war das auch neu. Aber mich hat das auch verletzt. Deswegen kann ich verstehen, dass eine Frau, das schwächere Wesen, natürlich sowas empfindet. Was bereust du denn? Also ich hätte auf jeden Fall ein bisschen weniger trinken sollen, ein bisschen weniger zulassen sollen. Ich hätte auch weniger machen sollen auf jeden Fall, was Berührung angeht etc. Ja, und Lola möchte jetzt das Ganze nochmal hinterfragen. Ja, okay, dies, das, nochmal. Was waren die Regeln? Hattet ihr Regeln? Klare Regeln. Und Charlene holt ein bisschen raus. Natürlich hat man schon verschiedene Staffeln gesehen. Und da geht es jetzt vor allem auch um das letzte Dream Date. Da haben wir gesagt, wir müssen keinen auf dem Boden schlafen lassen, weil keiner ist ein Hund oder so. Wir können die Leute ruhig bei uns im Bett schlafen lassen. Das war aber keine Einladung dazu,
direkt am ersten Abend da eine mit ins Bett nehmen zu müssen. Dieser Kommunikationsfehler zwischen uns, verstehst du? Ich verstehe es tatsächlich und der klare Menschenverstand hat hier sozusagen verhindert, dass die Regeln einfach eingehalten wurden. Und da ist die Frage, hätte sie das klarer kommuniziert? Nicht, dass sie irgendeinen Fehler gemacht hat, nicht falsch verstehen, aber hätte sie jetzt klarer gesagt, niemand kommt in dieses Bett, du lässt dich nicht berühren, Massagen auf gar keinen Fall, bla bla bla, hätte das eventuell der Formulierung widersprochen, wir machen hier ein bisschen Show, damit wir Sendezeit bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ja, diskutieren wir gerne unten in den Kommentaren. Bin gespannt. Nico, ja? Würdest du denn behaupten, dass er fremdgegangen ist? Also ich finde, er hat natürlich übertrieben, aber im Großen und Ganzen hat er nicht diesen letzten Schritt gemacht. Halt. Und meine Theorie trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, das ist eine ganze Reihe von Nägeln, die hier getroffen werden. Wenn nicht reingesteckt wurde, wie ich es gemacht habe, ist okay. Ich glaube, da fragen ja, wir gut, auch gerade so den Nico war Adrian jetzt nicht, das stimmt. Dann gab es ja noch die Geschichte mit Michael und ich glaube, ich habe das im letzten Video auch schon formuliert und Charlene hat auch eine Meinung, warum sie sich da geöffnet hat. Ich habe das teilweise ein bisschen kritisiert, weil es natürlich, wenn man jetzt on paper das sieht, wie die Freundin mit irgendeinem Kerl irgendwie so Nähe zulässt, ist natürlich nie schön. On paper. Aber sie erklärt es nochmal. Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja die ersten 4 Tage, könnt ihr ja bezeugen, saß ich da eher rum und wurde ja als Spaßbremse beleidigt. Ja. Als ich dann die ersten Bilder gesehen habe, dann mein Schlüsselloch. Das war halt mein Wendepunkt einfach an der Geschichte, dass ich halt gemerkt habe, hey, hier ist gerade jemand anders in der Villa. Boom, tschakalaka. Und letztens hat jemand geschrieben, ich zitiere euch heute sehr, sehr oft, da merkt man auch, dass ich die Kommentare alle lese. Ich versuche in nächster Zeit auch öfter mal zu antworten, aber ich mache es schon ab und zu. Ich hoffe, das bekommt ihr auch mit. Also, der Kommentar war, vom Eyecatcher zum Eye-Opener. Michael ist einfach der Eye-Opener gewesen. Der hat dir gesagt, hey, wenn da jemand ist, der dich so blöd behandelt, nicht wertschätzt, dann musst du dich selbst wertschätzen. Und hier sind genug Leute, die dich wertschätzen, ihren Weg, sich selbst zu finden. Bushido, der Weg eines Kriegers, heißt Bushido übersetzt, aber das ist Charlene, der Weg einer Königin. Ich fühle mich so ein bisschen wie Mel Gibson in Braveheart. Ich müsste eigentlich eher noch so von links nach rechts laufen. Und dabei reden. Wäre auch cool. Leute, seid ihr bereit für den Trash des Jahres? Das ist der Trash des Jahres. Ach, das war 300. Das ist Sparta. Ich bin gut drauf. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Zurück zu Charlene. Du bekommst Aufmerksamkeit, die du verdienst. Du verstehst dich mit einem Menschen gut. Und das war das einfach. Yep, und das war wichtig. Und alle zusammen und richtig. Okay, ich gehe euch heute vielleicht ein bisschen auf den Sack. Zurück zu der Absprache. Da war ja noch eine Sache. Es sollte ja nicht über verschiedene Dinge gesprochen werden. Er hat zu mir gesagt, ich soll nicht über seine Familie sprechen. Und ich habe gesagt, wir reden nicht über unser Leben, weil es mir zu privat und intim ist. Was habe ich denn genau gesagt? Kannst du mir das widerspiegeln? Dass du da erzählt hättest, du wärst, weiß ich nicht, der größte Und dann noch zu sagen, man holt sich lieber auf andere Frauen einen runter, als mit der eigenen Freundin zu schlafen. Ich könnte ihn mit einem Satz hops nehmen. Da wissen wir mal, warum wir nicht miteinander schlafen. Uff, und diesen Satz hätte ich gerne gehört. Und hier wieder das typische Beispiel von der Denkweise von Adrian und den anderen Jungs. Er glaubt, dass er eigentlich nichts gesagt hat, außer dass er der geilste Icker ist. Und da denkt er sich, ja, das kann ich doch sagen. Aber wie das halt ankommt im Sinne von, ja, und die hatte vielleicht nur zwei, obwohl ich noch nicht mal glaube, dass er das böse gemeint hat, aber generell, wie er über sie gesprochen hat, war schon sehr respektlos, vor allem auch das mit dem, ich hole mir lieber selbst ein, als mit ihr zu schlafen, weil manchmal will ich einfach. Das ist nicht schön zu hören und es gehört sich nicht. Versucht mich irgendwie komplett vor Deutschland zu demütigen. Wenn, dann hat sie mich bloßgestellt, weil sie mit dem Verführer von Anfang an über mich gelästert hat. Das können die Jungs so alle bezeugen. Und das mit diesem Runterholen, ja, das habe ich vielleicht gesagt in der Runde, so aus Spaß, aber das ist doch Blödsinn. Ja, ich glaube, da ist schon was Wahres dran und da ich immer beide Seiten beleuchte, es stimmt schon, vor allem der Verführer hat hart gegen ihn geschossen, was auch so gegen sein Ego ging. Sie hat hier und da auch mal was gesagt, das haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gesehen. Das war natürlich etwas, was ihn angegriffen hat, aber da geht es nicht um die Beziehung, sondern nur um sein Ego, dass das hier sozusagen verletzt wird und vor seinen Freunden fühlt er sich lächerlich gemacht. So ein Ding. Ich habe letztendlich am letzten Lager zugegeben, was Sache ist. Ich stehe dazu, ich stehe zu allem. Ob ich eine emotionale Bindung aufgebaut habe, ich habe ja gesagt. Du nicht. True, true. Und ich habe beim letzten Mal noch gesagt, ja, so eine richtige Bindung traue ich ihm gar nicht zu, dass er das entwickeln kann. Und es stimmt schon, viele haben dann geschrieben, ich lese Kommentare, nee, das mit Justina, das ging schon darüber hinaus. Klar, er hatte das am Anfang mit Melissa, deswegen habe ich das so vermutet. Und dann ist er gesprungen zu Justina, dann zurück zu Melissa. Da habe ich irgendwie so gedacht, okay, vielleicht ist das keine emotionale Bindung, sondern der braucht einfach nur die Bestätigung. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, der war ja schon dann anders mit Justina und hat sie hart gefeiert und ihr Wesen und ihren Charakter und ihren süßen Blick. Auf
jeden Fall war da was. Und bei Charlene war es ja wirklich so, dass die gesagt hat, jep, da ist eine emotionale Bindung entstanden. Adrian, auch du hattest eine Bezugsperson, Justina. Wir holen sie jetzt mit dazu. Man sieht, dass ihr sehr schnell sehr vertraut wart. Konnte man da schon von so einer emotionalen Bindung sprechen? Ja, auf jeden Fall. Also mich macht das auch jetzt sehr glücklich, wenn ich sehe, dass ich ein Mädchen, was das verdient hat, mein Liebe, sehr glücklich mache. So peinlich. Ah, ja, es ist unangenehm. Ob das stimmt, was er da sagt, weiß ich nicht. Er möchte, so kommt es für mich rüber, ihr einfach nur eins auswischen, wie geil das jetzt ist und wie schlimm das vorher war. Und Leute, wir sehen zum ersten Mal ihre Augen, Justinas Augen. Schön. Aber wann wusstet ihr zwei denn, dass da mehr ist? Ja, das hat sich mit der Zeit natürlich alles entwickelt. Aber dann kommt noch mal eine Sache, die ist neu und interessant. Sie hat ihn hinter der Kamera geküsst, das hat sie mir nicht gesagt. Ich weiß nicht, was off-cam passiert ist. Was ist denn off-cam passiert? Weiß ich gerade auch nicht, aber er scheint ja mehr zu wissen als ich. Ja, aber ich. Das ist und ja das komisch, dass boah, du das weißt. Ich bist du Link? Oha, und Justina mischt sich hier auch ein. Anscheinend, so der Vorwurf, ist etwas zwischen Michael und Charlene hinter der Kamera passiert. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, ist doch egal, ist doch gut so. Aber on paper ist sie dann auf jeden Fall fremdgegangen. Gab es off-cam mit Michael einen Kuss? Ja, dann gab es einen. Wann gab es den denn? Am letzten Date. Vielleicht ist meine Meinung ein bisschen unpopular, aber ist nicht cool, ist auch nicht cool. Lola geht da gar nicht drauf ein, was ich auch an der Stelle so ein bisschen merkwürdig und interessant finde. Aber sie möchte gleich Justina fragen. Aber glaubst du, Justina, dass ihr euch noch geküsst hättet, wenn du nicht krankheitsbedingt rausgegangen wärst? Ja, definitiv. Also ich glaube, es wäre zu einem Kuss gekommen. Wäre das dann loyal gewesen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber hier reden wir ja über eine Spekulation. Dass Charlene jetzt Michael geküsst hat, wird einfach nicht aufgegriffen, weil es vielleicht auch egal ist und das Kind schon lange in den Brunnen gefallen ist. Aber da ist was passiert, was auch eigentlich krass ist. Bei ihr ist es passiert, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann noch eine weitere spannende Frage. Der Gossip schallte ja durch ganz Trash-Deutschland. Wurden die beiden in Bremen zusammen gesehen? Das war das Gerücht, das kam schon vor 2-3 Monaten auf, glaube ich. Und ja, sind die zusammen? Haben die noch Kontakt? Irgendwas? Ja, wir sind zusammen. Ja, wir sind zusammen. Ja, wir haben jetzt kein genaues Datum, um ehrlich zu sein. Das hat einfach seinen Lauf genommen. Wir hatten regelmäßig Kontakt und das hat man, glaube ich, schon in der Show gemerkt, dass Justina den halt wirklich gut fand. Bei Siria habe ich immer gedacht, okay, die spielt das nur, weil sie ein bisschen Fame will. Aber in den Interviews von Justina, an die wir uns alle auf jeden Fall noch erinnern, ich freue mich voll, dass wir uns so nahe kommen und so bla. Ja, das hat die ernst gemeint. Und seid ihr beide happy in der Beziehung? Yes. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch nie so eine schöne Beziehung und das ein Mensch, der mir so viel zuhört, nicht immer nur nach Fehlern sucht bei mir. Ah, und jetzt will er unbedingt Charlene noch einen reinwirken. Ich hatte noch nie so eine schöne Beziehung. Ja, es ist natürlich respektlos und es ist genau so gewollt, wie er es da gerade macht. Und ja, es ist einfach nur dämlich. Charlene, wie ging es für dich und Mika denn nach Temptation Island weiter? Ja, der Mika hat ziemlich viel Blödsinn nach der Zeit angestellt. Dementsprechend hatten wir mehr Downs als Ups. Und ich hab's vermutet, ich hab's leider vermutet, wenn ich den Michael da angeschaut hat, den Michi, den Michi. Dann habe ich gemerkt, der ist auch so ein kleiner Playboy, der ist auch so ein kleiner F-Boy. Vielleicht hat er Charlene wirklich rausgesucht, weil er gemerkt hat, dass sie eben offen ist, um auch ein bisschen Sendezeit zu bekommen. Das hatte ich vermutet, finde ich immer schwierig zu sagen, weil es einfach pure Spekulation ist. Aber wir sitzen halt einfach hier in diesem Boot und hier ist alles möglich. Fühlt ihr euch gut hier in dem Boot? Das war's dann mit den beiden, beziehungsweise mit den dreien. Lola wünscht allen ein bisschen Glück und dass sie sich dann alle drei reflektieren und dies und das. Weiter geht's mit dem Happy End der Staffel. Und ja, Lorraine und Adrian sind am Stadele. Uns geht's sehr gut. Mhm. Ja, wo ist er, der Klunker? Hier, ich habe jetzt so endlich einen richtig schönen Ring bekommen. Wow. Haben uns jetzt sogar tätowieren lassen, zusammen das Datum der Verlobung. Die 7-7, 2.7.7. Und bei ihm am Fuß. Ach nein. Die doppelte 7 und was wirklich schön an der Sache war, es war so anders. So anders als diese ganzen anderen Geschichten. Da war alles negativ, rumgehate, hier und da, komische Denkweisen und bei denen war es wenigstens ein Happy End und schön, dass man auch bei Temptation Island dann sowas wahrnehmen konnte. Adam, du hast ja am Anfang auch gut Gas gegeben, du hast schön mitgefeiert. War das auch so ein kleiner Selbsttest, auf den du unbedingt dich nochmal einlassen wolltest? Ich wollte mich auf jeden Fall testen bei Temptation Island. Und das kommt auch out of nowhere. Ich erinnere mich an Lola, die aufgestanden ist beim ersten oder zweiten Lagerfeuer, den Adam so an den Kopf getätschelt hat. Das ist jetzt überdramatisiert, aber gesagt hat, Junge, wach auf, wir haben noch nicht ein Bild von dir verwenden können. Und ja, dann hat er so ein bisschen rumgedanced. Aber das Ding ist halt, so wie er es dann auch immer gesagt hat, nach dem ersten Gespräch wusste er schon, er möchte nur Lorraine, was ja sehr, sehr süß ist. Für eine Sendung, für das Produktionsteam, ein bisschen schwierig. Ab und zu sah man ihm tanzen, aber so wie Lola das hier gerade moderiert, war es einfach nicht.
Trotzdem, congratulations zur Verlobung. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ihr habt gezeigt, man kann sich auf Temptation Island einlassen. So, und jetzt, Leute, wird es eben bitter. Sarah und Nico sitzen vorne, sehen sich die Situationen an, die einfach nur ekelhaft sind. Ich freue mich schon, falls du mich schon machst. Ich auch. Das ist so unser Insider geworden. What the fucking hell is going on? Sitzt er da mit einem Grinsen in der Piep, Piep? Das gibt es nicht. Sarah, es tut mir so unfassbar leid, was du durchmachen musstest, weil das hat kein Mensch verdient. Das wünscht man nicht mal seinem größten Feind. Das wünscht man einfach niemandem. Selbst wenn du die Chance hast, du hast ein paar Wünsche frei, kannst das deinem Feind wünschen, sagst du nein, das ist zu krass. Beschämend, dass ich überhaupt mal für so einen Menschen Gefühle haben konnte, dass ich überhaupt mit ihm in Verbindung gebracht werde, dafür schäme ich mich unfassbar. Und da sieht man nochmal, was die Gute durchgemacht hat. Anscheinend wurde dieses Wiedersehen im Dezember aufgenommen. Aber dieses ganze Labarababa ist ja jetzt erst danach gekommen. Diese ganzen Bilder, diese ganzen Nachrichten, alles kam nochmal auf und es muss wirklich brutal gewesen sein. Und wie sie sagt, das Schlimmste ist einfach nur für sie, dass sie mit diesem Menschen in Verbindung gebracht wird. Und es wird sie auf jeden Fall in dieser Trash-Bubble die nächsten Jahre. Wie kann es sein, dass du hier lächelnd sitzt? Ich lächle ja jetzt nicht. Du hast in vielen Momenten gerade gelächelt, das habe ich nicht verstanden. Ja, so ein paar Situationen waren halt lustig, bin ich ehrlich, aber für die meisten schäme ich mich halt. Und das ist das Ding, man merkt, es kam noch keine Reaktion von außen. Der sitzt da wirklich und denkt, es wäre ansatzweise cool, hier einen Spruch gemacht. Da die Situation mit den Jungs, er witzelt da über irgendwelche Sachen, die da passiert sind. What is going on? Was findest du denn lustig? Ja, da waren schon ein paar lustige Momente dabei. Zum Beispiel? Ein paar Sprüche von mir und mit Louis und sonst was. Findest du das cool? Findest du das cool, Nico? Na, natürlich nicht. Warum das war ja nur das? In diesem Moment. Im größten Teil habe ich mich halt echt geschämt. Da bin ich offen und ehrlich. Da bin ich offen und ehrlich. Und das ist der meistgesagte Satz von ihm. Offen und ehrlich, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was sein Charakter so nach außen strahlt. Auf jeden Fall schämt er sich gar nicht. Man merkt, dass er sich nicht schämt. Wenn du dich wirklich schämst und denkst, du hättest dich hart räudig verhalten, dann würdest du da nicht, auch wenn du denkst, es war ein lustiger Satz, ansatzweise grinsen, sondern du guckst auf den Boden und du redest, wenn du angesprochen wirst und du bist nicht so. Du erzählst da einen von, ich liebe dich, ich vermisse dich und ein paar Tage später steckst du deinen kleinen Sch** in die Alte oder was und du zeigst noch nicht mal Reue, du lachst noch. Ich bin froh, dass nicht nur Lola da in Angriffsstellung sitzt, sondern Sarah auch. Und Sarah hat hier vollkommen recht. Wie kann der denn vorher von irgendwelchen Zukunftsplänen sprechen? Von hier in einem Haus, da in einem Haus, hier in den Hund, da ein weißer Gartenzaun. Nix, Mann. Und danach steigst du mit der ins Bett. Also ich bereue es, was ich der Sarah angetan habe. Du hast dich noch nicht entschuldigt bei ihr. Es ist auch nicht zu entschuldigen, aber bis heute kam auch nichts. Und das ist so ein Ding, das habe ich auch schon mal öfter in Reactions gesagt. Warum nicht? Klar, jemand hat reingeschrieben, Elton John, sorry seems to be the hardest word. Aber ich meine, das ist das Mindeste. Da muss irgendwas kommen, irgendwas. Und natürlich am besten das Gespräch, wenn sie das möchte, Vier-Augen-Gespräch und einfach sagen, Alter, what the hell? Möchtest du ihr vielleicht was sagen? Also mir tut's halt einfach leid für dich, was ich dir angetan habe. Das, was ich gemacht habe, das ist halt das Asozialste, was an Menschen man antun kann. Ja, und es wirkt so, als ob er auf die Hand gucken müsste, damit er die zwei Sätze mal irgendwie runterbringt. Natürlich macht eine Entschuldigung keinen Sinn, wenn er darauf angesprochen wird. Natürlich sagt er, es tut mir leid. Aber, das hatte ich auch schon mal gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn Lola das möchte, beziehungsweise Sarah das möchte. Aber er meint es halt nicht ernst. Aber wenn er das ernst meinen würde, hätte er das vielleicht schon vorher gemacht und jetzt nicht hier vor Kamera, wo er gefragt wird, ob er noch was mitzuteilen hat. Ja, und da muss man kein Einstein sein. Das ist einfach so. Natürlich macht er das, aber ob er das wirklich ernst meint? Nö. Die Frage bleibt immer noch, was denkt er? Und Lola fragt hier und danach, Junge, warum hast du das gemacht? Zwischendurch waren dann immer irgendwie meine alten Muster. Ich habe das irgendwie genossen. Bei mir zu viel Alkohol, dann habe ich einfach gar keine Kontrolle mehr über mich selber. Möchtest du es auf den Alkohol schieben? Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist einfach mangelnde Selbstkontrolle. Ja, und er beschreibt es dann einfach noch so, dass man sich so angestachelt hat. Geile Leute, geile Villa, geile Mädels, geile Jungs und hat jeden Tag Party gemacht und dann konnte er sich nicht mehr kontrollieren. Apropos Jungs, was sagt ihr denn zu seinem Verhalten? Sag mal was. Für mich geht das gar nicht. Ich weiß nicht, hast du dir mal einen Kopf gemacht darüber?
Bevor du das gemacht hast? Wir Jungs wussten das ja auch erst nach dem dritten Lagerfeuer. Wir haben uns ja auch am Anfang als Gruppe gesehen. So, wir haben das ja gar nicht gecheckt. Und für uns war das dann auch, als wir das erfahren haben, so richtig, als wenn wir die ganze Zeit verarscht sind. Und ja, natürlich haben die alle gut reden. Nachdem das passiert ist und Nico sozusagen rausgeflogen ist, hat da keiner mehr irgendwas so richtig gemacht. Und es wäre wirklich spannend gewesen, wenn Justina nicht krankheitsbedingt ausgefallen wäre, hätte Arian noch was gemacht. Pure Spekulation, ich weiß es einfach nicht. Ich kann es nicht sagen, schreib mir das gerne mal rein. An dem Abend, wo wir aus der Villa ausgezogen sind und eine Nacht im Hotel verbringen musste, hat Nico mir eine Audio-Notiz geschickt, wo er mich um ein Gespräch gebeten hat, da er mir noch viele Dinge erklären möchte, die er jetzt aber gerade vor laufender Kamera nicht sagen konnte. Oh, oh, und ich ahne Übles. Ich glaube mittlerweile, dem Nico ist da echt alles zuzutrauen. Dass er nichts bereut und mit sich komplett im Reinen ist. Stimmt es? Und wenn ja, warum? Und das ist unfassbar und es spiegelt halt einfach genau das wieder, was er beim Lagerfeuer gesagt hat. Da war der schon eiskalt und keiner konnte verstehen, warum. Und er hat ja dann gesagt, nö, eigentlich bereuen nicht, denn nö, es hat sich nicht so schlecht angefühlt. Und für mich ist das das Beste, das kann es einfach nicht sein. Und anscheinend hat er genau das nochmal in der Sprachnachricht gesagt. Und so im Nachhinein, wo dann alles wirklich wieder lief bei mir im Leben, meiner Wohnung, Arbeit, sonst was, da ist mir das natürlich alles ein bisschen bewusster geworden. Aber ich selber, ich habe irgendwie nie den Schritt irgendwie gewagt, ihr das halt auch mal zu sagen, dass es mir leid tut. Ich glaube, wenn ich hier wieder spekulieren darf, der Typ ist halt auch einfach gestrickt, der wollte gar nichts mehr damit zu tun haben. Der hat gedacht, wenn er jetzt hier in den Flieger steigt, dann war's das, dann muss er sich damit nicht mehr beschäftigen, deswegen war es ihm auch egal. Seiner Meinung nach müsste er sich gar nicht mehr damit beschäftigen, weil das Ding ist ja zu, wir sind getrennt, mir ist alles egal. Und ich glaube, der hat das einfach hardcore verdrängt, weil es ihm nicht wichtig ist. Muss man so hart, wie es klingt, sagen. Bist du denn immer noch der Meinung, dass du mit ihr im Reinen bist, nach dem, was du ihr angetan hast? Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Hab damit komplett abgeschlossen. Also ich habe eigentlich mit allem abgeschlossen. Wie kann man mit einer Sache abschließen, wenn man mit der denn an, aber nicht im Reinen ist? Das ist die Frage, die es zu klären gilt, aber es spricht ja genau für das Argument, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, der will das verdrängen, hat das in eine Truhe getan, hat die Truhe zur Seite geschoben und der wollte damit einfach nichts mehr zu tun haben und das ist die Denkweise von ihm. Für mich ist das jetzt hier der Letzte und dann will ich halt auch nichts mehr hören und wissen. Ich hoffe, dass du aus der Nummer ganz, ganz, ganz viel lernst, weil ja, also das, was du ihr angetan hast, und das Ding ist, beim finalen Lagerfeuer, du warst so kalt zu ihr. Das wirkte so abgeklärt und deswegen habe ich gehofft, dass da noch irgendein Gespräch kommt, dass du ja irgendwie, du warst mit dieser Frau 2 Jahre zusammen, du hast diese Frau geliebt. Sie hat dich geliebt. Was ist denn in dir passiert, dass du sie so verletzt hast, dass du ihr all das angetan hast? Ganz kurz zu Lola, sehr, sehr stark und trifft den Nagel auf den Kopf. Und das ist das Problem mit dieser Truhe, die ich gerade als Metapher benutzt habe. Du kannst dich nicht reflektieren und irgendwas daraus lernen, wenn du das Thema für dich abschließt. Genau das ist das größte Problem. Und was man ihm wünschen kann, wenn man ihm was wünschen möchte, ist, dass er diese Truhe aufmacht und das wirklich mal Schritt für Schritt durchgeht und daraufhin irgendwas daraus lernt. Denn ansonsten läuft er da einfach in der freien Welt herum und macht genau das Gleiche. Wieder eine Truhe zur Seite. Wieder eine Truhe zur Seite. Wenn man einen Fehler macht, dann musst du wenigstens daraus lernen. Denn einen Fehler macht man nicht zweimal. Sollte man nicht machen. Viele haben dir ja auch unterstellt, dass du einfach nur Reichweite und berühmt werden willst. Klar. Alter, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sagen wir mal. Nee. Die Fußstapfen deines Vaters willst du doch eintreten. Und das glaubt ihm wirklich niemand. Nein, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und er sagt es auch noch so, nicht unbedingt. Natürlich will der das. Das ist das Einzige, was der möchte. Ein bisschen Fame aufbauen und das aufgrund von schlechtem Verhalten. Und ich habe ja schon mal in der Reaction gesagt, sollte das alles wirklich so oder so geplant sein, dann gehört der gecancelt. Denn wenn du dich schlecht verhältst und das passiert in einer Situation, dann ist das schlimm genug. Aber wenn du irgendwo reingehst in ein Format und du hast nur vor, das zu machen, auf Kosten der Gefühle eines anderen Menschen, dann ist das einfach unfassbar schäbig. Als er seine Sachen geholt hat an dem Abend, da sagte er zu mir, dass es von Anfang an alles mit seinem Manager geplant war. Das war aus den Emotionen raus, also das ist halt so. Ja. Bist du komplett deppert? Was aus der Situation raus? Die sehen sich also nochmal. Er hätte also die Chance gehabt, sich zu entschuldigen. Und das Einzige, was er sagt, wir haben das alles geplant, mein Manager und ich. Und jetzt wird abgesahnt. Bro, nix wird mehr abgesahnt. Ich glaube, das war's. Vor allem, ich habe den Manager... Nico, das sind Worte, die du selbst sprichst. Ja, aus den
Das kommt aber aus den Emotionen. Wir sind hier, um irgendwie für Verständnis im Best Case zu sorgen, irgendwie für Aufklärung zu sorgen. Damit wir das machen können, musst du dringend ehrlich sein. Man merkt so richtig, dass der noch was verbirgt. Und Lola merkt das auch. Und Lola ist jetzt in ihren journalistischen Fähigkeiten gekitzelt worden. Die möchte jetzt wissen, die möchte, dass er was droppt. Und da ist die Frage, kriegt sie ihn soweit? Auf Instagram wurde doch auch schon gepostet, dass er die krasseste Show überhaupt gemacht hat und es sich alle gefasst machen sollen. Ja. Das hat sein Vater über ihn gepostet. Ist das wirklich so? Hat er das vor der Ausstrahlung, also Thorsten Legert vor der Ausstrahlung gesagt und geschrieben, wenn der weiß, was passiert ist und dann macht der Promo für seinen Sohn für dieses Format und sagt, das Krasseste, was ich je gesehen habe, hat mein Sohn da gemacht, im Sinne von geile Show. Dicker, nicht dein Ernst. Hast du ihm alles gesagt? Ja. Und wie hat er reagiert? Das ist halt auch eine Hintergeschichte halt ein bisschen, ne? So, deswegen, was steckt denn dahinter? Das ist privat, das will ich jetzt auch nicht erzählen. Oh mein Gott, und man kann jetzt nur spekulieren, man weiß es natürlich nicht. Aber so wie Nico da lächelt, war es anscheinend ein Vater und so ein Moment, der einen zum Lachen gebracht hat. Das respektiere ich und das ist okay. Aber wenn du auch nur mit einem Sympathiepunkt hier rausgehen möchtest, wäre es dringend notwendig, wenn du anfängst, uns zu sagen, was los ist. Und so langsam hat sie ihn weichgekocht. Der Hotseat wird von Augenblick zu Augenblick heißer. Ich glaube, ich habe einfach im gewissen Punkt habe ich einfach mit der Beziehung für mich selber abgeschlossen. Bin ich offen und ehrlich in der Show. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, wie soll ich das? Also nicht, dass ich irgendwas reißen muss, aber danach dachte ich mir, komm, gibst du einfach Vollgas und scheiß auf alles. Und das glaube ich ihm zu 100%. Er wollte diese Beziehung nicht mehr, aber er will Fame werden. Und deswegen hat er gedacht, okay, hier reiße ich die Hütte ab und mache das, was noch nie jemand gemacht hat, nur damit ganz Deutschland über mich spricht. Wie ganz Deutschland über ihn spricht, vielleicht hat er das nicht richtig einschätzen können. Oder es ist ihm einfach egal. Das Problem war, irgendwann war so eine gewisse Gewohnheit in unserer Beziehung. Und ja, mir wurde irgendwie von Tag zu Tag auch immer mehr klar, so dass ich glaube, ich will das halt gar nicht mit ihr. Und hier kommt der Punkt, der wichtig ist. Er spricht jetzt nicht von der Show, sondern von dem, was vor der Show passiert ist. Also er hat, bevor sie da teilgenommen haben, wusste er schon, dass das mit Sarah keine Zukunft hat. Das heißt, alles, was dann passiert ist, das, was ich immer wieder sage oder vermutet habe, ist dann einfach nur berechnend gewesen. Du hattest noch von Heirat gesprochen und von Kindern gesprochen. Das, was du jetzt sagst, stimmt mit dem, was du damals sagtest, wieder nicht überein. Ja, vielleicht hat ein bisschen schon was mit Show auch zu tun, bin ich offen und ehrlich. Bitte? Danke. Ein bisschen was mit Show zu tun, bin ich offen und ehrlich. Das wolltest du schon machen. Sag, gib es doch einfach zu. Du wolltest es schon machen. Danke. Ja. Und Lola hat ihn jetzt soweit. Sie sagt jetzt nochmal das oder fasst nochmal das zusammen, was die Kernaussage dieser ganzen Geschichte ist. Also bist du mit der Absicht in diese Show, um Schluss zu machen und einfach nur Show zu machen? Ja. Da haben wir es doch. Ja. Eieieiei. Es war eine Vermutung und ich finde es gerade noch viel schlimmer, dass das gerade bestätigt wurde, denn das ist unfassbar räudig und schäbig. Das Verhalten ist unfassbar räudig und schäbig. Jetzt wird er noch gefragt, irgendwas mit Siri am Laufen, ich kürze das hier mal ab. Nee, irgendwann einmal getroffen, hat man gemerkt, ist einfach nicht das Wahre gewesen. Und jetzt wird Sarah gefragt, wie es denn gerade so um sie steht. Ich lerne gerade jemanden kennen, der es geschafft hat, mir in kürzester Zeit so viel mehr zu geben, wie er es jemals konnte. Das freut mich sehr. Und das freut mich auch sehr. Wer der Glückliche ist, wird nicht verraten, ob das Antonino ist. Ich weiß es nicht, es wird auf jeden Fall nicht gesagt. Und jetzt Lola noch mit dem letzten Statement. Und ich hoffe, Nico, dass du aus all dem, was du gemacht hast, lernst und dass du anfängst zu reflektieren und nie wieder eine Frau so respektlos behandelst. Und das war's, Leute. Ich bin auch fix und fertig. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und ich hoffe, das geht wieder ab. Wasserfest? Wasserfest? Trotzdem, Leute, nie vergessen, das ist Trash-TV. Ich sag ja immer, No-Brainer-Entertainment, was ich auch überhaupt nicht cool finde und feier ist, wenn man jetzt irgendjemanden irgendwelche Hassnachrichten schreibt, das ist nicht besser. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.